bei der wird es auch nass. Jedoch planschen hier keine Pinguine, sondern Kinder. Diese Kindergartengruppe probiert gerade eine neue Wasserspielanlage aus. Entwickelt hat sie Robert Jahns Müller. Ursprünglich wollte er seinem Sohn zum Geburtstag ein herkömmliches Wasserspiel bauen. Das Problem? So eines braucht einen externen Anschluss, bei dem ständig neues Wasser reingepumpt wird. Der Tüftler entwickelte eine mobile, sparsamere Variante mit geschlossenem Wassersystem. Also zwei Gießkannen voll Wasser sind praktisch 20 Liter, pro Gießkanne 10 Liter. Reicht aus, um den ganzen Tag zu pritscheln. Ganz ohne externen Wasseranschluss. Vom oberen Füllbecken steuern drei verschließbare Wasserschleusen den Wasserlauf ins zweite Spielbecken. So können die Kinder das Wasser nach Belieben stauen oder ablassen. Vom zweiten Becken geht es über einen Badewannenstöpsel auf die Holzrutsche und das Wasser landet im letzten Spielbassin. Verloren ist das Wasser an dieser Stelle aber nicht. Dafür kommt das Herzstück der Erfindung zum Einsatz. Also die Pumpe beim Anziehen saugt sie einfach das Wasser von unten über den Schlauch vom untersten Becken nach oben, wie man hier auch sehen kann. Und es ist wie ein Balg. Also es macht also beim Anziehen macht und beim Rausdrücken schießt es wieder raus. Das Reifenprinzip hat sich der Erfinder aus afrikanischen Ländern abgeschaut. Die Reifenbalgpumpe befördert dort Grundwasser aus dem Boden. Hier zirkuliert damit das immer gleiche Wasser durch die Anlage. Damit dieses nicht schmutzig wird, hat der Tüftler eine Filteranlage eingebaut. Das Gröbste bleibt am Gully hängen. Kleinerer Schmutz landet in dieser Filterbox. Der ist Eigenbau aus Edelstahlgewebe. Alles, was kleiner ist als 1 mm, kommt durch. Und alles, was größer ist, wird hier gesammelt. Doch Kinder werfen auch mal anderen Schmutz wie Schlamm oder Steine ins Becken. Es ist im Prinzip nichts anderes wie im Schwimmbad oder überall anders auch. Nur dass wir halt empfehlen, dass wenn Verunreinigungen im Wasser sind, dass die Erzieherinnen oder auch die Privatleute einfach das Wasser dann wechseln. Sein ursprüngliches Bastelhobby geht mittlerweile in Serie. Gemeinsam mit drei Freunden fertigt er jedes Gerät per Hand. Da Spielgeräte in Deutschland hohen Sicherheitsstandards entsprechen müssen, musste sich der Tüftler einiges überlegen. Alles haben die Kinder kaputt bekommen, weil durch das Pumpen so eine extreme Dynamik entsteht und die Kinder ja nicht so vernünftig pumpen wie ich jetzt hier, sondern die reißen richtig an und deshalb muss es extrem stabil sein. Damit der Reifen am Pumpenturm hält, hat er innen 6 mm dicke Edelstahlscheiben verbaut. Auch für die Wasserzirkulation musste sich der Tüftler etwas einfallen lassen. Teilweise gehen die her, halten das zu und halten dann oben auch noch zu. Dann kann das Wasser nirgendwo mehr hin. Okay, wir haben noch einen geheimen Überdruck hier drin verbaut. Den sieht man hier. Der sorgt dafür, dass der Schlauch nicht platzen kann, egal was die Kinder machen. Also den Turm hat jetzt noch kein Kind kaputt gekriegt. In erster Linie ist der sogenannte Wellenspieler für größere Gruppen wie Kindergärten gedacht. Eine Spielgruppe aus Fischbachau in Bayern probiert den Wasserspielplatz heute zum ersten Mal aus und bringt ihn gleich mal an seine Grenzen. So, das ist jetzt ein ganz wilder Pumper. Wir haben hier einen mechanischen Einzwickschutz verbaut. Also ich habe hier keine Angst, meine Finger reinzutun, weil er kann nicht weiter aufziehen. Und mit genügend Kraft spritzt aus dem Acrylrohr dann sogar noch eine Wasserfontäne. Mittlerweile hat der Tüftler auch eine kleinere Variante entwickelt, speziell für Kinderkrippen.